Moin meine Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Es ist Marvin, es ist wieder soweit, ein neues Video am Start und heute machen wir mal wieder einen Food-Test, meine Damen und Herren. Wir werden nämlich heute das erste Mal einen Döner testen. Ja, wie man sehen kann, unschwer, es schneit auf jeden Fall. Der Winter ist mal wieder eingebrochen in Berlin. Wir haben März und es schneit einfach. So, like, what the fuck geht hier bitte ab? Aber das soll mich nicht daran hindern, heute einen Döner-Test zu machen. Wir werden, wie gesagt, heute einen Döner testen und heute geht es zu XL-Döner. Ein Döner, den ich privat sehr oft schon gegessen habe und persönlich ja, als sehr gut betitelt. Und heute möchte ich ihn auf jeden Fall in Videoform nochmal für euch dokumentieren und natürlich euch mitnehmen. Heute gehen wir auf jeden Fall zu XL-Döner. Das Ganze befindet sich auch in Berlin-Charlottenburg, wo wir uns übrigens auch gerade befinden. Es wird auf jeden Fall sehr interessant. Bevor wir heute aber mit dem Food-Test starten, nochmal ein paar Informationen. Und zwar nehme ich jetzt zukünftig meine Videos in 4K-Qualität auf. Was halt wie gesagt dafür sorgt, dass die Qualität auf jeden Fall nochmal ein bisschen besser ist. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch besser gefällt. Ich finde halt 60 FPS passen dafür Vlogs. Das sind ja eher so, sage ich mal, Food-Tests. Da sollte man jetzt nicht so Vlog-Elemente mit einbringen, auch wenn ich das natürlich so kombiniere. Aber ich denke, hier ist 4K und 30 FPS auf jeden Fall um einiges besser. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall zu XL-Döner begeben. Das Ganze befindet sich am Sophie-Charlotte-Platz. Und wohl angemerkt, XL-Döner ist ein Dönerladen, der sehr früh geöffnet hat. Also XL-Döner hat ab 9 Uhr bis 2 Uhr morgens geöffnet. Sehr lange Öffnungszeiten. Und das ist nicht das Einzige, was es zu XL-Döner heute zu sagen gibt, sondern XL-Döner ist auch der Lieblingsdönerladen von vielen prominenten Personen. Unter anderem von Heidi Klum, von Mesut Özil. Also auf jeden Fall schon relativ bekannte Leute, die man auf jeden Fall auf dem Schirm hat. Und dementsprechend muss ja dieser Dönerladen irgendwas an sich haben, was positiv ist. Und was es genau ist, das werden wir jetzt herausfinden. Lasst uns aufmachen zum Dönerladen. So, wir sind jetzt angekommen am Sophie-Charlotte-Platz. Da vorne befindet sich XL-Döner, der Döner, den wir heute testen werden. Ich bin sehr gespannt. Ich werde heute tatsächlich relativ klassisch meinen Döner bestellen. Bedeutet, ich werde Salat alles nehmen, alle Soßen, weil ich mag tatsächlich auch scharfe Soßen. Ich bin da gar nicht so abgeneigt wie einige Leute und dementsprechend werde ich das auf jeden Fall dann auch gleich testen. Alter Bruder, ja. Küss dein Herz. Ich nehme gerade ein Video auf, ja? Weißt du, was ich gerade mache? Ich nehme gerade einen Food-Test auf. Also ich teste Dönerladen. Ah, okay. Ja, Mann. So, ich wurde gerade unterbrochen. Ich habe gerade noch einen Kollegen getroffen aus alten Zeiten. Und ja, wie gesagt, da vorne auf jeden Fall der Dönerladen. Ich weiß nicht, wo ich stehen geblieben bin. Wir werden auf jeden Fall den Döner ganz klassisch bestellen. Undercover natürlich. Einfach, komplett, mit allen Soßen. Auch scharf, weil ich bin jetzt nicht abgeneigt von scharfen Soßen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall den Döner bestellen. Dann machen wir umgehend den Food-Test vom XL-Döner. Auf geht's. Wir gehen rein. Hallo, ein Döner bitte. Mitnehmen, ja? Zum Mitnehmen, ja, bitte. Was gibt's für Soßen? Ich nehme alle drei. Auch alles. Ich danke dir. Ciao, ciao. So, Döner ist erfolgreich bestellt. Dann werden wir uns jetzt mal einen Ort suchen, wo wir in Ruhe essen können. Und dann machen wir den offiziellen Geschmackstest vom XL-Döner. So, dann packen wir das Ganze jetzt mal aus. Ich bin wirklich sehr gespannt. Privat bin ich relativ häufig bei XL-Döner und kann nur Positives berichten. Ob wir heute was Positives berichten können, werden wir jetzt auf jeden Fall herausfinden. Hier halten wir jetzt auf jeden Fall den Döner in der Hand. Ich muss gesagt haben, Salat auf jeden Fall ja, gut verteilt. Wir sehen hier auch relativ viel Fleisch tatsächlich. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Wir sehen hier auf jeden Fall relativ viel Fleisch. Also vom Erscheinungsbild, vom äußeren Erscheinungsbild schon mal sehr positiv. Jetzt geht es aber natürlich um den Geschmack von XL-Döner. Machen wir den Geschmackstest. Auf geht's! Was ich hier schon mal direkt sagen muss, ich finde es auf jeden Fall sehr gut, dass der Döner auf jeden Fall noch warm geblieben ist und dass er sehr knusprig ist. Ich finde, bei Dönern ist es sehr wichtig, dass das Dönerbrot sehr knusprig ist. Das ist für mich persönlich bei einem guten Döner, und ich lebe ja in Berlin, hier ist, ja, müssen wir jetzt nicht drüber reden, die Dönerstadt. Und für mich ist es auf jeden Fall immer wichtig, dass man knuspriges Brot bei dem Döner hat. Das ist hier auf jeden Fall gegeben. Und was ich hier auf jeden Fall auch positiv erwähnen muss, ist das Fleisch. Das Fleisch ist nämlich jetzt nicht so normales Dönerfleisch, was jetzt so auf Massenproduktion ausgelegt ist, sondern tatsächlich sehr qualitativ hochwertiges Dönerfleisch.
Fleisch, was auch sehr gut gewürzt ist. Denn bei XL-Döner ist es nämlich die Sache, die würzen den Döner bzw. das Dönerfleisch nochmal separat mit Zimt unter anderem. Klingt jetzt eventuell sehr komisch, aber das Ganze wird nochmal ein bisschen mit Zimt verfeinert. Das gibt dann nochmal so ein bisschen diesen Oldschool-Döner-Vibe. Jeder Berliner, der das Video hier gerade sehen tut, der weiß auf jeden Fall, was ich meine. Deswegen bei XL-Döner sage ich auch unter anderem immer, das ist ein Döner, der sehr Oldschool ist, aber auf einem sehr hohen Qualitätslevel. Und das bestätigt sich hier auf jeden Fall gerade wieder. Also ich muss echt gesagt haben, der Döner ist wirklich richtig, richtig stark. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber eine perfekte Mischung aus Fleisch und Salat. Hier wurde auf jeden Fall nicht gegeiert. Sehr viel Fleisch, genügend Salat, also nicht zu viel Salat, wie es bei den meisten Dönerläden der Fall ist, sondern wirklich perfekt kombiniert. Ich muss sagen, das ist genauso, wie ich es immer habe. Genau deswegen habe ich auch heute diesen Dönerladen ausgesucht, denn ich wusste, ich werde hier höchstwahrscheinlich ein hohes Qualitätslevel bekommen und das hat sich jetzt auch bestätigt. Die Soßen muss man hier wirklich auch hervorheben bei XL-Döner. Wirklich sehr starke Soßen, richtig, 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 richtig nice. Also ohne Witz, die Kombi ist wirklich richtig, richtig stark und für mich ja nicht umsonst einer meiner Lieblingsdönerläden. Das hat ja einen Grund und wirklich die Kombi kommt gerade sehr gefährlich. Es gibt ja in Berlin sehr viele Gemüsekebabs, dann hier so ein Dönerladen mit Special-Soßen und ähnliches und tausenden Special-Sachen. Das gibt es ja mittlerweile sehr oft in Berlin, um halt irgendwie aus der Masse herauszustechen. Aber bei XL-Döner ist die Sache, ihr kriegt hier wirklich einen Döner, wie man es sich vorstellt, beziehungsweise wie dieser Döner eigentlich sein sollte. Es gibt viele Gemüsedöner und die finde ich tatsächlich auch mega nice. Aber das ist wirklich ein richtig, richtig Standard-Döner, aber qualitativ hochwertig. Also wirklich, das ist der perfekte Döner meiner Meinung nach. Kann ich tatsächlich nur empfehlen. Man muss es wirklich gesagt haben, nimmt auf jeden Fall, wenn ihr bei XL-Döner essen geht, nimmt alle Soßen. Es sei denn, ihr seid wirklich gar kein Fan von scharfer Soße, dann auf jeden Fall nicht. Aber Knoblauch und Kräuter, wirklich perfekt. Also wirklich perfekt. Passt wirklich richtig, richtig gut, die Kombination. Also ich sag euch ehrlich, nicht umsonst ist Berlin die Dönerstadt. Denn wirklich, wenn es eine Sache gibt, die in Berlin den Döner ausmachen, dann auf jeden Fall auch die Soßen. Anders in Deutschland gibt es ja sehr viel, da wird ja sehr viel mit Tzatziki gearbeitet und ähnlichen Soßen. Hier in Berlin gibt es ja überwiegend wirklich diese Standardsoßen in Berlin. Kräuter, Knoblauch, scharf. Es gibt viele, die das wirklich, ja, auf Massenproduktion bestellen und da bestellen, wo sehr viele Dönerketten bestellen. Aber XL-Döner hat wirklich hausgemachte Soßen. Das muss man hier nochmal wirklich hervorgehoben haben, die wirklich extrem stark sind. Also die Soßen sind wirklich für mich mit einer der stärksten Aspekte an diesem Döner. Muss man wirklich erwähnt haben. Deswegen nimmt auf jeden Fall zu diesem Döner alle drei Soßen, es sei denn, ihr seid kein großer Scharf-Fan. Aber ich muss ehrlich gesagt haben, die Bewertung wird heute sehr schwer, weil es ist schon ein richtig starker Döner. Das Ding ist halt aber, ich kann ihn natürlich jetzt auch nicht zu extrem krank bewerten. Ich werde natürlich ehrlich bewerten, wie meine Meinung ist, aber wenn ich ihn jetzt zu krank bewerte, dann weiß ich, dass da fast kein Döner mehr rankommen wird. Deswegen, ich muss mir echt Gedanken machen mit der heutigen Bewertung. Es wird sehr, sehr, sehr knifflig. Ich bin gespannt, wie ich mich am Ende entscheiden werde. Ich esse jetzt hier erstmal auf. So, letzter Biss. So, Döner ist fertig gegessen. Wir kommen rüber zu der heutigen Bewertung und ich sag euch ehrlich, es wird mir wirklich nicht leicht fallen. So, kommen wir zu der Bewertung vom XL-Döner. Und ich sag euch ehrlich, ich habe mir jetzt wirklich einige Gedanken gemacht, damit ich wirklich die passende Bewertung abgeben kann. Denn das Problem ist, ich bin privat schon ein sehr großer Fan von diesem Döner. Ich kann ihn jetzt aber natürlich auch nicht zu stark bewerten, weil dann wird natürlich zukünftig vielleicht sehr selten noch ein Döner da rankommen. Denn in Berlin gibt es halt sehr viele Arten von Döner. Es gibt zum Beispiel Gemüsedöner, habe ich ja eben schon gesagt. Es gibt normalen Döner und vieles, vieles mehr. Dementsprechend, ich probiere natürlich Döner als Döner zu betrachten. Egal, ob es jetzt ein Gemüsedöner ist oder ein normaler Döner. Döner ist für mich Döner und genauso möchte ich auch bewerten. Dementsprechend fällt mir diese Bewertung heute richtig, richtig schwer. Aber wir fangen einfach mal an mit den Preisen von XL-Döner. Ehrlich gesagt, die Preise sind für heutige Umstände komplett legitim. Ich habe jetzt für einen Döner 6 Euro gezahlt, was wirklich komplett normal ist. Also heutzutage wirklich ein komplett normaler Preis, kann man wirklich nichts gegen sagen. Dementsprechend würde ich für die Preise des Dönerladens auf jeden Fall, ja, eine Punktezahl von 7 von 10 geben. Ne, ich probiere jetzt auch die einzelnen Kategorien zu bewerten mit Punkten, damit es auf jeden Fall noch ein bisschen konkreter ist, meine Bewertung. Auf jeden Fall für die Preise gibt es von mir eine 7 von 10, eine sehr gute Punktezahl, denn es sind sehr legitime Preise
für das, was man geboten bekommt. Kommen wir zu den Laden an sich. Ich muss ehrlich gesagt haben, der Laden an sich bietet jetzt nicht so viel. Es ist ein Standard-Dönerladen, man kann drinnen sitzen, also auch drinnen essen, was auf jeden Fall schon mal ein Vorteil ist, gegenüber von anderen Dönerläden. Aber an sich bietet der Dönerladen jetzt nicht so viel, dass man jetzt sagen muss, es ist ein geisteskranker Dönerladen. Die Inneneinrichtung ist jetzt auch nicht so besonders, dass man das irgendwie hervorheben muss. Ja, es ist halt ein Standard-Dönerladen. Dementsprechend würde ich von der Einrichtung, generell vom Ambiente des Dönerladens auf jeden Fall dem Ganzen eine Punktezahl von 6 von 10 geben. Auf jeden Fall über den Durchschnitt. Man fühlt sich auf jeden Fall wohl. Plus man hat den Bonuspunkt, dass man halt auf jeden Fall drin essen kann, was das Ganze natürlich nochmal ein bisschen hochhebt. Aber sonst ein relativ normaler Dönerladen, wie man ihn kennt. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem wichtigsten Punkt, und zwar der Geschmack. Wie hat mir der Döner XL Döner geschmeckt? Und ich sag euch ehrlich, es fällt mir so schwer, holy shit. Aber ehrlich gesagt, heute war der Döner wirklich wieder extrem stark. Hat auf jeden Fall gezeigt, was der Döner kann. Und ich bin ja als Privatperson hingegangen. Die wissen ja auch nicht, dass ich Content Creator bin. Dementsprechend haben sie da jetzt auch nichts irgendwie besser gemacht, nur weil ich es bin oder ähnliches oder sonstiges. Die haben mir genauso den Döner gemacht, wie sie ihn jeden Kunden machen würden. Und dementsprechend ist es umso positiver, weil wir hatten, wie ihr gesehen habt, wirklich extrem viel Fleisch. Wir hatten genügend Salat. Also es war wirklich eine perfekte Kombination zwischen Salat und Fleisch. Also wirklich perfekte Kombination. Dazu die Soße. Bei XL-Döner stechen halt wirklich heraus. Das sind wirklich extrem gute Soßen. Vor allem die Knoblauchsoße ist wirklich extrem, extrem stark bei XL-Döner und dementsprechend sehr, sehr, sehr positiv. Geschmacklich auf jeden Fall fast unantastbar. Aber wie würde ich das Ganze jetzt bewerten in Punkten? Das ist sehr schwer, denn ich probiere natürlich fair zu bewerten und in dem Bereich, wo der Döner halt stattfindet, und zwar halt als Standarddöner, sage ich jetzt mal kein Gemüsedöner, sondern ein normaler Döner, wie man ihn sich vorstellt, wenn man jetzt zum Beispiel in Berlin ist. Auch an alle Zuschauer, die jetzt nicht aus Berlin kommen, die mal in Berlin sind, die jetzt wirklich einen richtig geilen Döner erleben wollen und wirklich mal ein richtig geiles Dönererlebnis haben wollen, die sind auf jeden Fall bei XL-Döner richtig. Und dementsprechend, wenn man jetzt dieses Standard-Döner-Ding mit einbezieht, dass man hier wirklich einen Standarddöner bekommt, wie man ihn sich vorstellt, muss man einfach gesagt haben, der Döner ist wirklich richtig, richtig stark. Und dementsprechend würde ich vom Geschmack den Döner eine 8 von 10 geben, was auf jeden Fall eine ultra kranke Bewertung ist, muss man einfach mal so gesagt haben. Kommen wir zu der Gesamtpunktzahl. Wie würde ich den Laden XL-Döner bewerten und wie ist meine Empfehlung? Ich sag euch ehrlich, XL-Döner als gesamter Laden, wenn wir alles mit einbeziehen, kriegt von mir auf jeden Fall eine 8,5. Und das ist wirklich eine kranke Bewertung. Wir arbeiten natürlich auch zukünftig mit Kommazahlen. Das habe ich vergessen in der letzten Folge zum Beispiel zu erwähnen, weil da hatten wir eine glatte 8. Wir arbeiten aber auch mit Kommazahlen, um das Ganze natürlich noch ein bisschen konkreter zu bewerten oder besser zu bewerten. Und dementsprechend XL-Döner kriegt von mir eine 8,5, was auf jeden Fall ultra krank ist. Und ich sage euch ehrlich, meine komplette Empfehlung geht auf jeden Fall raus an XL-Döner. Geht auf jeden Fall dahin, wenn ihr mal in Berlin seid. Da werdet ihr auf jeden Fall nicht enttäuscht. Das kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Und sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich möchte noch mal kurz erwähnt haben, das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig. Schreibt mir übrigens in die Kommentare, welche Läden soll ich testen. Egal, ob es jetzt Döner ist, egal, ob es jetzt Burger ist oder ob es jetzt Pizza ist. Schreibt es mir auf jeden Fall unten in die Kommentare, was ich auf jeden Fall testen soll. In Berlin natürlich vorübergehend. Ne? Ich werde auch bald deutschlandweit testen, aber erstmal nur in Berlin, damit ich auf jeden Fall eure Wünsche auch entgegennehmen kann. Sonst soll es das auf jeden Fall heute gewesen sein für den heutigen Food-Test, meine Damen und Herren. Wir haben heute auf jeden Fall den XL-Döner getestet. Falls euch das Video gefallen haben sollte, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt gerne einen Kommentar, es würde mich sehr freuen und sehr supporten. Und wie gesagt, auch gerne Kritik in die Kommentare, damit ich stetig meine Videos verbessern kann. Ich bedanke mich für jeglichen Support, für jegliche Aufmerksamkeit. Dankeschön für alles. Ich liebe euch. Das war's für das heutige Video. Haut rein. Euer Es ist Marvin. Peace out. Und bleibt natürlich gesund. Ciao, ciao. I put the family first, I had to put in the work. I did. Got it all out of mud, nigga, they didn't see me at my worst. True story. I done rose from the dirt, down bad shit hurt. I put the family first, but I put the family first. I put the family first, I had to put in the work. Got it all out of mud, nigga, they didn't see me at my worst. I done rose from the dirt, down bad shit hurt. I put the family first, but I put the family first.